Hast du diese Zwiebelsägen? Katze im Kopf. Hallo Borkheide, hallo Welt, da sind wir wieder. Diesmal immer noch am Montag, obwohl Feiertag ist. Es ist überhaupt nicht der Tag, um eine Sendung zu machen. Wir machen es auch gar nicht heute, wir machen es erst morgen. Da ist er, Matze. Der Matze. Und ja. Der Wolf, der Lutze. Der hat nämlich gar keine Lust heute, den habe ich hier vor die Kamera gezwungen. Seitdem guckt er mich die ganze Zeit knatschig an, so als wenn es regnen würde. Geiles Wetter draußen, eigentlich gar keine Zeit, um irgendwelche Videos zu machen. Ich trinke hier ein lecker Kirschbier, wir machen gar keine Werbung, nein, weil es ist Feiertag und das ist ein Feiertagsbier. Matze kriegt nichts zu trinken, weil dem wachsen nämlich die Haare auf dem Arm. Ja, und bis die wieder weg sind, ist bei mir nämlich erstmal einen Monat lang. Genau, und damit Pause. Wir morgen die Sendung nicht machen brauchen, das heißt nicht aufnehmen brauchen, machen wir es jetzt. Jetzt habe ich nämlich immer so Stress, wenn ich vom Schreibtisch loshetzen muss, um das hier noch alles in die Reihe zu kriegen mit ihm. Genau, also als erstes mal ist ja festzustellen, und das könnt ihr sicherlich bezeugen, dass das mit dem Wetter hervorragend geklappt hat, seitdem ich das gemacht habe. Es war zwischendurch ganz schön kalt, muss ich sagen. Ja, du müsstest mal aus deinem Keller kommen, dann geht's natürlich. Oh, und raus, ich hab die Wintersachen wieder an. Und die nächsten Temperaturen machst du nachher, Matze. Ja, ich mach's wieder mies. Jo, war tatsächlich wieder ein bisschen was los, wenn auch nicht im positiven Sinne. Es hat gebrannt und nicht nur einmal. In Borkwalde fing's an, ne? Borkwalde? Samstag früh wieder mal Pfingsten. Das gab's ein Déjà-vu mit Pfingsten. Das hat man in Borkwalde schon mal. War das auch genau Pfingsten? 2011, ja. Ja, okay. Da war ich noch nicht da. Nee. Und ja, egal wie, traurige Sache. Glücklicherweise keine Verletzten. Egal was und wie, Borkwalde ist, so wie wir das gelesen haben, erprobt in dem Aufbau einer schnellen Hilfe für die Betroffenen. Also da schon mal ganz großen Respekt für euren Einsatz, den ihr da den Betroffenen entgegenbringt. Ist gerade die Autobahn gesperrt oder was ist jetzt für ein Verkehr auf immer schlagartig? Eben war eine Ruhe, ne? Das reißt gar nicht an. Die haben die Schranke offen gemacht, die Grenze ist wieder auf. Jetzt ein Gefahr, ja. Jedenfalls wurde viel gesammelt. Es sind viele Sachen reingekommen, viele Sachen, die man auch nicht gebrauchen kann, viele Sachen, die man gebrauchen kann. Und wie es weitergeht, werden wir noch erfahren. Wir sind auch in Verbindung, waren natürlich nicht dort, und zwar, weil wir nicht die Bild-Zeitung sind. Und auch nicht RTL 2. Und auch nicht RTL 2 und so weiter. Und wir müssen uns auch nicht daran ergötzen, dass andere Pech haben im Leben. Wir hoffen und drücken die Daumen, dass die das schnell, ja, vergessen kann man sowas, glaube ich, nicht, aber überwinden können. Und dass genug Hilfe da ist. Ich meine, immerhin gibt es da sicherlich auch eine Versicherung für, ich weiß es nicht. Hoffen wir mal. Egal. Wir mal. Wie gesagt, wir erfahren, Bilder gab es ja schon genug. Bilder, genau, wir erfahren da noch Näheres. Wir sind in Verbindung mit denen, die dort die Hilfe organisieren. Wir schauen mal, was wir da noch zu sagen können. Und dann gab es noch einen Waldbrand zwischen Borkwalde und Kanin, ne? Da gab es noch Waldbrand zwischen gestern, Borkwalde, am Sonntag? Zwischen Busendorf und Kanin. Zwischen Busendorf und Kanin. Da haben wir jetzt aber keine näheren Informationen. Mhm. Und da jetzt auch nicht großartig nachalarmiert wurde, denke ich mal, die Feuerwehr Fichtenwalde war da federführend, dass die das auch relativ ordentlich in den Griff gekriegt haben. Dafür sind sie da, dafür danken wir den Feuerwehren für den Einsatz. Auch dass sie... Hat einer dein Motorrad geklaut? Auch dass sie an, ich weiß nicht, was das soll, wenn wir hier mal die ganze Zeit ist Ruhe und jetzt machen wir Video und dann ist ja ein Knatter. Deswegen nämlich Sonntag und Feiertagsverbot für Motorräder, damit wir Videos aufnehmen können. Mein Motorrad steht im Carport. Nein, ich finde es nicht gut, dass sowas kommt. Aber naja, jedenfalls ist es sehr warm draußen und die Brandgefahr ist natürlich wieder außerordentlich hoch. Und man sieht auch abends hier ab und zu irgendwelche Leute, die noch meinen, Lagerfeuer auf ihren Grundstücken machen zu müssen. Leute, wir sind hier im Wald und es ist trocken. Und auch wenn es mal irgendwie mal 2 Millimeter Wasser geregnet hat, es reicht nicht aus, um hier die Brandgefahr einzudämmen. Und auch wenn die Waldbrandgefahrenstufe eventuell bei 3 steht, oder nee, ich glaube, die steht momentan tatsächlich bei 4, es ist einfach nicht machbar. Es ist zu gefährlich. Und unser aller Häuser sind dabei in Gefahr, wenn hier mal in Ortsnähe irgendwo ein Brand ausbricht und die Feuerwehr das nicht unter Kontrolle kriegen kann. Lass die Finger davon. Ja, was war gestern? Haben wir noch gestern? Wir hatten einen Hubschrauber gestern in Borkheil. Ganz kurz hier. Du bei dir zu Besuch? Ich war beim Hubschrauber zu Besuch. Wie du sehen kannst, du blendest ja hier gerade dankenswerterweise das Video ein.
Und der Pilot war auch sehr redebereit, also alle, die dort waren, und als er gewartet hat, bis der Notarzt wiederkam, hat er den Leuten ringsherum alles erklärt über den Hubschrauber und über seinen Dienst, seine Arbeit, wo er herkommt und die ganzen technischen Details von so einem Gerät. Hat er richtig toll gemacht und am Ende kam er noch dazu, da habe ich mal den Notarzt gefragt, warum dort so der Hubi mal fotografiert wird. Und er sagte, naja, so ein Foto, aber ich wohne ja auch hier in Borkheide. Also, schönen Gruß, ein Notarzt, der mal seinen Ort Borkheide somit auch im Einsatz von oben gesehen hat. Es ist auch nichts weiter Schlimmes passiert beim Einsatz. Das heißt, sie konnten unverrichteter Dinge wieder abheben. So, Pfingstwetter war jedenfalls perfekt, haben wir gesehen. War wunderschön. Jetzt heute noch mehr. Heute. Und das kommende Wetter ist gruselig warm. Ja, bis Mittwoch. Bis Mittwoch haben wir ein sehr schönes Wetter zu verzeichnen. 25 Grad, 26 Grad. Umso abrupter wird der Abriss der Temperaturen, nämlich auf die 15 Grad Marke Richtung Donnerstag. Mats hat Wetter angesagt, ihr wisst Bescheid, ja. meinst du nicht im Ernst, oder? 15 Grad? 15 mit Regen. Das heißt, die Regen, je nachdem, wer der letzte Regenguss, der kam, der war ja ganz ordentlich. Regen ist ja auch gut, aber 15 Grad ist nicht gut. Ja, was soll's. Nebenbei, wenn es so weitergeht, wir fangen jetzt auch die neue Zeitrechnung an, Lutze, wusstest du das schon? Neue Zeitrechnung. Nach, mit Jahr nach 2000 Corona. Und sowas, wir fangen jetzt an im Jahr 0 nach Corona. Das heißt, wir befinden uns im Jahr 0 nach Corona. Die neue Zeitrechnung, alles wird jetzt hochgerechnet, hoch und runter. Ich zum Beispiel geboren im Jahr 49 vor Corona, du im Jahr 59 vielleicht vor Corona, keine Ahnung. Da habe ich schon mal ganz andere Frage, weil wir bei Corona sind. Sag mal, wie sieht es denn aus? Wann macht das Waldbad auf? Ha! Jetzt nicht, solange die Vorgaben, also wenn sich der Ministerpräsident hinstellt, hurra, hurra, Schwimmbäder können eröffnen unter den Vorgaben und Auflagen. Hygienischerseits, wir haben es ja schon geschrieben in der E-Mail an die Vereinsmitglieder, ist auch auf Facebook zu lesen und auf unserer Webseite waldbad-borkheide.de. Wir sind ein ehrenamtlich betriebenes Freibad. Ja. Das heißt, im Normalfall sitzt dort ein Rettungsschwimmer vor Ort und die Vorstandsmitglieder, die das Bad federführend mitbetreiben, sind meistens auf Arbeit, nämlich tagsüber. Und es ist schlichtweg nicht zu leisten, diese Vorgaben einzuhalten oder jetzt einen Online-Ticketverkauf einzurichten. Das kriegen wir so gar nicht hin, wie das die Städte machen können, die da einen ganz anderen Background haben von Angestellten oder die Webseite programmieren und. Und du kannst jetzt hier auch ein Ticket verkaufen für 100 Leute und dann kommen 5 nicht oder 10 nicht oder dann wollen noch mehr rein. Mhm. Du kriegst es nicht gemanagt. Du musst es aufschreiben, du musst Hygieneregeln einhalten, du musst desinfizieren alle 2 Stunden. Das überall. Heißt, es muss halt im Prinzip jeder, der reinkommt, muss seine Adresse, Telefonnummer hinterlassen. Alles. Geht schon datenschutztechnisch, gibt es da schon Probleme. Und zum Zweiten ist es so, dass natürlich eine Nachverfolgung, falls da einer kommt, der eventuell positiv auf Corona getestet wird, dass man nachvollziehen kann, wer mit wem zusammen ist. Und das ist natürlich ein irrer Aufwand, ja, der durch Ehrenamtsmitglieder überhaupt nicht zu bewältigen ist. Das finde ich immer lustig, dass es nämlich überall dasselbe Problem, dass man im Ehrenamtsbereich, man erlässt natürlich und feiert sich, dass man jetzt das Meer geöffnet hat, wie sowas organisiert werden soll. Das überlässt man natürlich dann den Ehrenamtlern, wie die damit klarkommen, denen ihr Bier und wenn sie es nicht schaffen, wird mit dem Finger auf die gezeigt. Ich finde das immer wieder spitz. Ja, und ja, im Moment muss ich sagen, ist es an sich ruhig, weil ich hoffe da auf das Verständnis. Ich muss einfach auf das Verständnis hoffen oder wir als Vorstand im Waldbad, weil wir kriegen es so, wie es gefordert ist, einfach mal nicht auf die Reihe. Ich will nicht baden. Weil wir zu blöd sind, sondern weil es nicht umsetzbar ist. Genau. Ich will baden. Ja, hast du oben Badewanne, habe ich gesehen. Hier aus oben, genau. Kannst du dann nachher mal zeigen, wie du reingehst. Ja, und sonst? Kurze Woche voraus? Ist eine kurze Woche. Nee, ist doch. Montag ist ja schon rum. Ich habe, glaube ich, Tag 51 im Homeoffice dann ab Dienstag. Ich warte, dass es endlich Sommer wird. Du bist auch immer im Homeoffice, ne? Ich bin immer im Homeoffice. Ich lässt auch immer keiner raus. Du weißt ja, wie es mir geht. Und meine Frau übrigens auch. Und ich schleiche immer durch die Wohnung, weil die macht natürlich hier mit Zoom-Konferenzen und dergleichen mehr. Das sabbelt den ganzen Tag da oben in der Wohnung. Ich darf keinen Krach machen. Muss aber irgendwie auch mich bewegen frei. Genau, und da kommt ja auch mal der eine oder andere, der sagt, der möchte mal ein Passbild haben. Wird schwierig, ne? Geh doch in den Keller. Was soll ich denn da? Ein Fotostudio machen. Da baue ich jetzt nochmal wieder alles um, oder was? Natürlich. Ich mache dir auch einen Plan, wie es geht, und dann kannst du loslegen. Jo, das war Pfingsten. 2020. Matze, hast du noch was? Nö. Nee.
Dann mir fällt jetzt nichts ein. Dann machen wir Schluss. Warum? Achso, weil wir nichts mehr haben. Warum? Weil wir nichts mehr haben. Ja. Ja? Hören wir auf. Wir wünschen euch eine angenehme Woche. Donnerstag Rasensprenger abstellen. Ich sorge für eine Reduzierung der Waldbrandgefahrenstufe. Kann mein Pelzmantel wieder aus dem Keller holen? Mein Bestes geben. Ja. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag. Viel Spaß euch noch. Restfeiertag heute, aber die Sendung kommt natürlich erst morgen. Wir machen heute mal eine Aufzeichnung, weil wir dann morgen ein bisschen mehr Luft morgen haben. Ist aber für die Leute, die sehen heute. Also schönen Gruß von heute. Genau. Und tschüss. Der. Wer denn jetzt? Lutze. Matze. Tschüss. Winke, winke.